DAX jetzt drei Handelstage in Folge gesehen mit einer Stabilisierung. Tja, aber wir wissen alle, dass der DAX tückisch ist, denn was der Index gerne macht, ist von Seitwärtsphasen blitzartig aufzudrehen und schnelle Trends aufzubauen. Wenn man den DAX tradet, muss man ständig auf diese Verhaltensänderungen gefasst sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Im Tageschart sehen wir jetzt den dritten Handelstag in Folge mit höheren Tiefs bei 11.695 Punkten. Wird es spannend? Da dürfte das Kaufinteresse des Marktes getestet werden. Prallen wir davon ab, hätten wir wieder Platz bis 11.500 Punkte und tiefer. Gehen wir darüber, könnten Eindeckungen beginnen von Leerverkäufern, die bis jetzt noch immer drauf setzen und auch keine gegenteiligen Signale haben, dass es tiefer gehen könnte. Tja, 11.867 Punkte wären dann über 11.695 möglich. Wie gesagt, die höheren Tiefs, die stimmen optimistisch, dass der nächste Test denn ernsthafter wird. Vielleicht steht der heute schon an. Dass der Sturm der letzten Woche erst einmal nicht gleich zurückkommt, dafür spricht, dass Gold gestern in New York die höheren Hochs abgelehnt hat. Es gab hier keinen Schlusskurs über 1226 Dollar. Tja, die müssen aber überwunden werden. Wir haben es hier im 5-Minuten-Chart zu sehen. Die Eröffnungsspanne zwischen 0 und 1 Uhr haben wir versucht, nach oben aufzulösen, haben sie auch nach oben aufgelöst. Im asiatischen Handel ging es dem Gold gegen 3:30 heute Morgen dann aber an den Kragen, dem ging die Puste aus in einem roten Punkt. Und jetzt haben wir ein Signal für einen Trendtag abwärts im Goldpreis und auch einen Ausbruch aus einem bärischen Keil, also mögliche Trendfortsetzung nach unten. Das hier sind übrigens alles Charts von CMC Markets. Sie können also auch nachts bei uns Gold per CFD traden. Der Ölpreis hat seine Beunruhigung über Saudi-Arabien etwas beiseite gelegt. Die Aufwärtskurslücke, die über das Wochenende entstand, hat er geschlossen und ja, hat jetzt 72,10 Dollar als Widerstand vor sich. Dort wird getestet werden, wie viel Wille und Kaufinteresse da ist, um den WTI-Preis weiter aufwärts zu bewegen. Auch wenn es ruhiger wird im DAX, heißt es ja so schön, dass stille Wasser tief sind und vielleicht gilt das auch für die jetzige Situation. Heute, wie immer, Daumen hoch für Ihr Trading. Machen Sie es gut. Tschüss. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.